Okay, jetzt gehen wir weiter und gönnen uns Gotcha. Der wurde auch nicht angenommen, ne? Was war da los? Album jetzt bei Spotify. Schau bitte einmal in die Beschreibung. Album jetzt bei PayPal vorbestellen, okay? Alles klar, gehen wir mal rein. Wer will wissen, was du kannst? Wer will wissen, wer du bist? Du bist du und schreibst die eigene Story für dich. Warte, was ist da jetzt? Staatsgewalt. Und die wurde auch abgelehnt oder gab es da irgendwie Beef oder so? Der Beschuldigte Peters wurde 2014 aufgrund folgender Taten in Form von Sachbeschädigung, Körperverletzung und Bedrohung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Monaten auf 3 Jahre Bewährung verurteilt. Da geht es ja jetzt um seine Verurteilung oder wie? Diese Strafe wurde nach erneuter Straffälligkeit in Form von fünffacher, zum Teil schwerer Körperverletzung auf 1 Jahr und 6 Monate aufgestockt. Ah, Digga. Was macht er denn? Gotcha hatte viele Gerichtsanhörungen durch laut seinen Worten Falschaussagen von einer gewissen Mandy, eventuell Ex, weshalb er kurz davor war, 2 Jahre in den Bau zu wandern und dadurch so extreme Depressionen bekam, dass er Suizidgedanken hatte und auch seinen vorerst letzten Song Letztes Wort released. Okay, krass, da bin ich gar nicht drin. Das Gericht hält nach der heutigen Verhandlung eine Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten ohne Bewährung für angemessen. Sie können gegen dieses Urteil... Also, guck mal, ich bin da nicht drin, ich will ihm auch nichts unterstellen, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendjemand einfach was behaupten kann und dann... weiß ich nicht. Ne? Gibt es da irgendwie so starke Verurteilungen, das immer wieder so, ne? Ich weiß natürlich nicht, was da genau war, aber klingt für mich jetzt erstmal irgendwie komisch. 2 Jahren und 4 Monaten ohne Bewährung für angemessen. Sie können gegen dieses Urteil beim Landesgericht Duisburg Berufung einlegen. Herr Peters, Sie haben das letzte Wort. Amtsgericht Oberhausen, Seelenlohn. Das Problem ist bei der Dame, ne, an sich ist ja ganz cool gemacht, aber man sieht bei ihr permanent so ein verschämtes, schelmisches Lächeln. Die kann das leider nicht so gut rüberbringen. Landesgericht Duisburg Berufung einlegen. Herr Peters, Sie haben das letzte Wort. Sie hat sich da, ist jetzt nicht unbedingt eine, ausgelernte Schauspielerin anscheinend, ne? Gotcha wurde nicht angenommen, weil Julian eine Hurensohn-Analyse droppen wollte und Gotcha danach JBB 2018 Leaks preisgegeben hatte, dass das gesamte, wir haben ja gesehen. Also es trotzdem einfach mal probiert, um zu gucken, was passiert. Okay. Ja, ich wusste, irgendwas war da, ne? Jetzt genau hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber okay. Sie haben das wegen diesen Vorwürfen, die da im Raum standen, ne? Wort. Amtsgericht Oberhausen, seelenlose Wesen, ja, sie nahmen mir mein Leben, doch ich nehme euch die Ehre, keine Lüge vor mir, ich hab sehr viel Scheiße gebaut, das gebe ich zu, doch ich hab niemals dieses Weibstück gehauen und im Zweifel für den Angeklagten Regeln der Gemeinde 2 Jahre Haft. Trotz fehlender Beweise nach der Anklage geht das Licht wie Taschenlampen aus und die Sanitäter hole mich mit Krankenwagen raus, das ist irreparabel in meinem Kopf, eine Psychose, sie zieht... Ja, keine Ahnung, ich kann mir das halt irgendwie gar nicht vorstellen, ne? Aber ich will ihm jetzt, ich kann ihm ja auch nichts unterstellen, Digga, ich bin da nicht dabei, ich nehme den Song jetzt einfach so, wie er ist, was da auch immer los war mit Beziehungskrise und Vorwürfen so. Ja, wir nehmen das jetzt einfach mal, wie er sagt. Täter, hole mich mit Krankenwagen raus, das ist irreparabel in meinem Kopf, eine Psychose, sie zitieren mich dorthin, trotz schlechter Konstitutionen, habe Schlafparalyse und kletter Knastzäune rauf, seit dem Urteil wache ich jede Nacht mit Albträumen auf. Momentan in der Klapse, weil mich die Scheiße sehr zerfrisst, hoffe jeden Tag, dass du hier bald die Eingesperrte bist, hinterlasse... Ja, aber ich glaube, bei ihm war, ne, so auch so mit psychischen Problemen, habe ich ja auch schon das ein oder andere gehört von Gotcha, ne? Das tut mir auch voll leid, weil ich kenn den ganzen Struggle ja, ne? Und wir haben auch mal irgendwie vor kurzem so ein bisschen gequatscht über so, über so typische psychische Probleme, die man halt so mit sich rumträgt, wenn man irgendwie mit Depressionen, Angststörungen und solchen Geschichten zu tun hat. Ich habe jetzt auch im Chat gelesen, dass es ihm irgendwie gerade aktuell auch nicht so gut geht. Ja, ist immer scheiße. Ich hoffe, dass es ihm da bald wieder besser geht. Scheiße, sehr zerfrisst, hoffe jeden Tag, dass du hier bald die Eingesperrte bist. Hinterlasse ein Denkmal und schreibe Texte vom Herzen. In dir stecken Schwänze, in mir endlose Schmerzen. 1, 3, 2, ja, ihr nahmt mir mein Leben. Ja, schade, ich finde jetzt die Line, also so diese Schwanzline irgendwie ein bisschen zu stumpf, ne, für so ein ernstes Thema. So dieses so, ja, du bist eine Schlampe, ne, das ist ja die Grundaussage so, du bist eine Schlampe und in mir stecken irgendwie Schmerzen oder keine Ahnung, was er gesagt hat. In mir endlose Schmerzen. Endlose Schmerzen, weiß nicht, bisschen stumpf irgendwie für so ein ernstes Thema, aber gut gerappt auf jeden Fall. Lass ein Denkmal und schreibe Text.
Schüsse vom Herzen, in dir stecken Schwänze, in mir enden. Das war vorhin auch schon so, ne? Ich habe niemals dieses Vibe-Stück gehauen. So. Ich weiß, ich finde halt, wenn du so in diesem Rechtfertigungsmodus bist, von wegen so, Alter, mir wird da was unterstellt, so, ich habe die nie geschlagen, so mäßig, ne? Oder, was hast du mir angetan? Würde ich es halt weitaus geiler finden, wenn er da vielleicht nicht so ist, vielleicht auch einfach zu sagen, wenn man da nicht betroffen ist, aber so nicht so rachsüchtig ranzugehen, sondern eher vielleicht so ein bisschen verletzlicher, so, weißt du, also so dieses so, ey Digga, du hast mir so mein Leben kaputt gemacht und das werde ich dir nie verzeihen, so was du mir angetan hast, so mäßig vielleicht. Ich meine, am Ende ist es dein Song, Digga, er muss selber wissen, ne, aber das gibt mir irgendwie so, keine Ahnung, beißt sich dann irgendwie so ein bisschen mit dieser ernsten Thematik für mich. Du bist hinterlasse ein Denkmal und schreibe Texte vom Herzen, in dir stecken Schwänze, in mir endlose Schmerzen. 1, 3, 2, ja, ihr nahmt mir mein Leben, ich nehm euch die Ehre. Baller die Wahrheit in den Gerichtssaal, sterben eure Träume nach mir, nennen wir es Schicksal. 1, 3, 2, ja, ihr nahmt mir mein Leben, ich nehm euch die Ehre. Ich will dich, du hast ein Kackrichterin gespielt, warte auf das Echo von sie, jeder kriegt, was er verdient. Er Hook auch Bombe. Jeder kriegt, was er verdient. Jeder kriegt, was er verdient. Jeder kriegt, was er verdient. Also vom Grundding her zieht er das auf jeden Fall episch auf. Jeder kriegt, was er verdient. Amtsgericht Oberhausen fahndet nicht nach Lösung, sondern begeht fahrlässige Tötung. Ficke Mandy, Hurentochter, deine Seele ist Anthrazit. Glaub mir, wenn ich sage, sie kriegt Krebs, wenn es Karma gibt. Ich werde zum Psycho aus Dark Knight. Ich denke mir halt so, ist das nicht voll riskant, Digga? Du bist da schon voll so in so einem schlechten Licht, so gerichtsmäßig und Vorwürfe und so. Und dann haust du so einen persönlichen Song mit so harten Beleidigungen raus, Alter. Er weiß jetzt nicht, ob das so der klügste Schachzug ist, ne? Glaub mir, wenn ich sage, sie kriegt Krebs, wenn es Karma gibt. Ich werde zum Psycho aus Dark Knight. Doch wenn man dir sie glaubt, wird keine Lüge zur Wahrheit. Hoff erst gar nicht, dass es bei den Drohgebärden bleibt. Flieh aus dieser Stadt, weil dich sonst bald ganz OBC zerreißt. Ich kann kein R rollen, Mann. Ich bin immer neidisch, wenn ich Leute höre, die R's rollen können, Alter. Nicht mehr ausgeschlafen. Ja, wenn es wirklich so war, Digga, das ist ein No-Go, ne? Also, das ist ja crazy. Deine Lügen strafen tausend Narben. Denn ich bin psychisch schon gebrochen und seit Jahren nur noch verzweifelt richtet. Hält die Waage nur im Sternzeichen, Nike in die Fresse, du frisst Fußbodenbelag. Jede Träne auf der Wange wird mit Bluttropfen bezahlt. 1, 3, 2, ja, ihr nahmt mir mein Leben, ich nehm euch die Ehre. Baller die Wahrheit in den Gerichtssaal, sterben eure Träume nach mir, nennen wir es Schicksal. 1, 3, 2, ja, ihr nahmt mir mein Leben. Ja, okay, er geht da wirklich ohne Grenze, ne, total so rachsüchtig rein, so von wegen, ne, ihr habt mir das angetan, so, ich fick euch alle kaputt. Ich hätte jetzt gedacht, Digga, vielleicht lieber so ein bisschen chillen so, ne, wenn so, aber vielleicht ist es da ja auch alles schon durch gewesen und da gab es keine großen Probleme mehr. Vielleicht heißt sie ja auch gar nicht so und der hat extra einen anderen Namen genannt oder ihr halt einen Kosenamen oder ne, so einen anderen Namen gegeben, um halt das droppen zu können oder da gegebenenfalls irgendwie wegen Beleidigung oder so ranzukommen, ne. Leben, ich nehm euch. Arng bräuchte, Gottscha bräuchte ein Gespräch mit Arng über Vergebung. True. Die Ehre. Das war noch lange nicht durch, war noch ganz am Anfang der Rechtsverhandlung. Boah, weiß ich nicht, Digga. Ich glaube, das hätte ich, da hätte ich mich, glaube ich, eher ein bisschen zurückgehalten. Jeder kriegt, was er verdient. Aber muss ja er wissen, klar. Jeder kriegt, was er verdient. Ich meine, das ist auch immer schwierig bei solchen persönlichen Dingen, so, wenn man da selbst nicht drinsteckt, darüber irgendwie zu urteilen, ne? Aber es ist ja so, wenn ich mir diesen Song anhöre, ne, dann habe ich da Gedanken im Kopf, die spreche ich auch aus, auch wenn die vielleicht unfair manchmal sind, weil sie vielleicht irgendwie, weil ich da quasi mich auf keine Seite stelle und das so von außen versuche zu betrachten, ne? Vielleicht wurde ihm da was ganz, ganz Schlimmes angetan so und er hat da richtig drunter gelitten. Das ist natürlich schwer jetzt, ne? Aber ich finde, er hat das Thema auf jeden Fall episch rübergebracht, ne? Auch Hook geht gut ins Ohr und allgemein so vom ganzen Vibe. So spürt man da auf jeden Fall diese Wut, die er trägt. Das hat er gut rübergebracht. Jeder kriegt, was er verdient. Jeder kriegt, was er verdient. 1, 3, 2. Ja, ihr nahmt mir mein Leben. Ich nehm euch die Ehre. Baller die Wahrheit in den Gerichtssaal. Sterben eure Träume nach mir, nennen wir es Schicksal. Ja, er spielt allgemein gerne mit diesen Stotter-Dingern, ne? So, oh, 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 oh. So im Hintergrund. Also macht er öfter gerne, ne? 1, 3, 2. Ja, ihr nahmt mir mein Leben. Ich nehm euch die Ehre.
Mhm. Ja, also auch. Guck mal. Gut, da gab es jetzt auch wieder Beef und so, ne? Wir wissen jetzt, warum er nicht dabei ist, aber natürlich jetzt so rein vom Skill oder vom Produkt, was da abgeliefert wurde, hätte er auch safe rein. Also bis jetzt alle drei sind besser als die Schlechten, die in der JCC jetzt dabei waren. Ne? Oder was heißt, sind besser? Natürlich ist es auch mal Geschmackssache, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel Merxas und Brockstar Fiesta nehme. Ne? War ganz lustig für ein paar Sekunden. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die feiern das tot. Am Ende bleibt es natürlich immer irgendwo Geschmackssache. Ja, aber für mich persönlich jetzt gäbe es einige Leute, die ich da getauscht hätte. Aber gut, ich habe es ja nicht in der Hand. So, dann gehen wir nochmal zu Benson. Ne? Bademeister. Das ist das Letzte, was wir uns für heute reinziehen, Chat. Und dann geht's erstmal in die Falle, weil das ist schon wieder fast 2 Jahre, Alter, Chat. Was ist hier los? Benson? Da gab's doch auch Beef mit Julian, oder? Haben die beide gedacht, auch einfach mal tryen, oder was? Einfach mal probieren, vielleicht klappt's, oder was? War da nicht auch irgendwas? Da gab's doch auch irgendwie Stress. Und was war da? War das, bevor er im Knast war, oder danach? Weil er war ja nicht die letzten Jahre jetzt im Gefängnis? Oder ist sogar noch? Ich bin da nicht so up to date. Hallo? Was? Ich hab gesehen, dass du mit einem anderen geschrieben hast, du Bastard. Ich mach Schluss. Ist das dein... Benson wurde abgelehnt, weil er JBB-Kanalverbot hat. Da er zu JBB 2018 Quali-Phase vorher angekündigt hat, dass er dabei ist. Julian hat alles von Benson auf dem Channel gelöscht. Müsste auch nicht lange nach diesem Track gewesen sein, dass Benson in den Knast ging. Ah, okay. Und ist immer noch drin. Krass. Ich hab gesehen, dass du mit einem anderen geschrieben hast, du Bastard. Ich mach Schluss! Ist das dein Ernst? Und was sind meine Sachen? Das feier ich, Digga, dass er sich da nicht so ernst nimmt. Und was sind meine Sachen? Fotze! Das ist stumpf, das ist Trumpf, Alter. Ja, ich bin rausgeflogen. Kann ich bei dir pennen? Yo, Digga, was geht? Ich bin... Was? Keine Zeit? Yo, Hey, aber das bringt ja gut rüber, diesen Humor, ne? Fick dich doch, Alter. Fick dich. Sonst war er immer sehr straight in die Fresse, sehr ernst. Ne? Hier macht er auf jeden Fall eher so ein bisschen, nimmt er sich selbst nicht so ernst. Finde ich geil. Oh, Hallo? Fick dich doch, Alter. Fick dich. Baller mit Uzi geschossen durch meine Stapulen verfolgen, doch baller die Streife abmachen auf dicken, doch ich seh ne kleine, man zeige dann, zeige dann, ich habe keine Angst, Bild zum Zerpetze, der Krieg in dem Dschungel, was 2 Millimeter, ich zeig dir ne Wumme, die Brüder und Freunde der Geisel verstummen, ich zeige den Kunden den Preis meiner Wunden, Hollywood Tank, ich bin nicht krank, aber krank für die Welt, ja, geil, geil geflowt, Digga. Der Krieg in dem Dschungel, was 2 Millimeter, ich zeig dir. Ohne Pause einfach durchgeballert. Die Brüder und Freunde der Geisel verstummen. Ich zeige den Kunden den Preis meiner Wunden. Hollywood Tank, ich bin nicht krank, aber. Auch diese Adlibs, hey, ja, dann wieder rein. Na, nice gemacht, Digga. Verstummen, ich zeige den Kunden den Preis meiner Wunden. Hey, ja. Hollywood Tank, ich bin nicht krank, aber krank für die Welt. Denn ich bringe die Fortune und Schlampe zu Bell. Das bedarf kein Geld, nur ein Tag im Hotel. Lebende Licht. Ich finde, der Stil steht ihm auch total. Also auch vom Video her, ne? Also er nimmt sich da nicht so ernst, ne? Da läuft er so ein bisschen assi rum, irgendwas suppt aus seinem Gesicht, irgendwie so ein Skit am Anfang, so auf lustig gemacht. Irgendwie finde ich, glaube ich, weiß jetzt nicht, ob ich es geiler finde als diesen typischen Street-Benson. Aber das hat was, auf jeden Fall. Ich krank, aber krank für die Welt, denn ich bringe die Fortune und Schlampe zu Bell. Das bedarf kein Geld, nur ein Tag im Hotel. Lebende Legende, ja, ich zeig, was geht. Und gebe keinen Fick auf deine Scheiße, geht. Denn ich bin King und nach der Platte wisst ihr, was Sache ist, Digga. Bademeister, hier wird nicht vom Beckenrand gesprungen. Nicht gesprungen, nein. Nach dem Essen schwimmen, nicht gesund. Nicht gesund, nein. Wenn ich pfeife, bleibst du vor zu stehen. Video ist auch krass gemacht, ne? Also so von der Qualität, so mit dieser Unschärfe in der Bahn, das sieht schon alles sehr hochwertig aus, Alter. Nein, nein, nach dem Essen schwimmen, nicht gesund. Nicht gesund, nein. Wenn ich pfeife, bleibst du vor zu stehen. Vor zu stehen, nein. Wenn ich pfeife, bleibst du vor zu stehen. Ich trag den Sonnenschutz, Faktor 50, Sonnenschutz, Faktor 50, Sonnenschutz, Faktor 50. Hör auf deinen Bademeister. Hey. Hier wird nicht vom Beckenrand gesprungen. Mal her. Hey. Der Hook auch geil, Digga. Ich gebe keine Fick auf deine billigen Reime, es bitte die Zeilen, die dir zeigen, ich bin King ohne gleich. Ah, ich glaube, hier wird's mir ein bisschen zu wackelig, aber wir gehen mal rein nochmal. Vom Beckenrand gesprungen! Ich gebe keine Fick auf deine billigen Reime, es bitte die Zeilen, die dir zeigen, ich bin King ohne gleich. Und ich bin der Motherfucker, Macher vor der Keller, besser war der Baller, du bist dieser Dickste wie der Arsch von deiner Mama und ich baller deine Mama, denn die Stampe will ein Riesendick, ich liebe dich, sage dich. Ah, da bin ich ehrlich, da hat mir der erste Part besser gefallen. Dafür ist mir das ein bisschen zu holprig, einfach, oder? Was sagt ihr? Also so jetzt rein von der Aussprache, das ist nicht ganz knackig. Oder keiner besser, weil ist auch nicht bad, aber es ist so,
es ist nicht so 100% safe. Ich gebe keine Fick auf deine billigen Reime. Es bitte die Zeilen, die dir zeigen, ich bin King ohne Gleichen. Ich bin der Motherfucker, Macher vor der Keiner, besser der Baller. Du bist dieser Dickste wie der Arsch von deiner Mama. Und ich baller deine Mama, der die Stampe will, ein Riesendick. Ich liebe dich, sage dich, deine Fotzen sind so widerlich. Ich gebe keine Fick auf deine Meinung, Hure, reich du Hure. Ich bin viel zu reich, du Hure. Schlag die Schlampen, wenn sie ihre Fresse nicht halten. Das sind die Situationen, die ich beim Mappen verbreite. Flexe mit Zeilen, zeige Szene, Nigga. Ich bin die Eizu, geht so mit, dann seid ihr sicher, Nigga. Ich bin dabei. Ich bin der King in meiner City, alle wannabe Rapper wollen mir ficken, aber laufen dabei voll in das Messer. Denn ich bin unantastbar, Nigga, unfickbarer Motherfucker, geh zurück zu deiner dummen Mama. Meister, hier wird nicht vom Beckenrand gesprochen. Ja, schade, da hat mir der erste besser gefallen. Der hat, weiß nicht, hat einfach, ging mir besser rein. Das zweite war jetzt so, ja, erstmal so dieses typische, ne, baller deine Mama mit der Waller, deine Waller, so diese typischen Silben, die man da so aneinander reiht. Aber auch hier und da so ein bisschen wackelig. Also ein bisschen, gar nicht unbedingt so Offbeat, aber so, ihr kennt es doch, wenn Leute so double-timen und dann hast du so bei manchen Silben, merkst du, die ist nicht 100% knackig ausgesprochen. Und ich finde halt, und ich bin jetzt auch kein Double-Time-Pro, so bei weitem nicht. Ja, ne, Double-Time kommt halt dann geil, wenn es wirklich, also wenn es wirklich, ne, wenn es so on fleek ist. Und das war ja nicht so ganz der Fall, fand ich. Motherfucker, geh zurück zu deiner dummen Mama. Ich bin der Bademeister, hier wird nicht vom Beckenrand gesprungen. Nicht gesprungen, nein. Nach dem Essen schwimmen, nicht gesund. Nicht gesund, nein. Wenn ich pfeife, bleibst du trotzdem stehen. Sonnenschutz, Faktor 50. Hör auf deinen Bademeister. Ey, hier wird nicht vom Beckenrand gesprungen. Komm mal her. Ey, hier wird nicht vom Beckenrand gesprungen. Ich bin der Bademeister. Hier wird nicht vom Beckenrand gesprungen. Nicht gesprungen, nein. Nach dem Essen schwimmen, nicht gesund. Nicht gesund, nein. Wenn ich pfeife, bleibst du vor zu stehen. Wenn ich pfeife, bleibst du vor zu stehen. Ich trag den Sonnenschutz, Faktor 50. Sonnenschutz, Faktor 50. Ey, aber was ganz anderes von ihm. Und finde ich prinzipiell sehr feierbar. Ja, wie gesagt, zweiter Part, dieses Double-Time-Ding, weiß ich nicht, war jetzt auch nicht so meins, aber so als Gesamtes auch, hätte safe reingehört. Geiles Ding. Beckenrand gesprungen, mal her. Ey, hier wird nicht vom Beckenrand gesprungen. Ey, Benz, was machst du hier? Auch, also Video auch krass viel aufwendig, ne? Also unglaublich viele Locations und viel mit der Kamera gespielt, dann coole Winkel gefunden mit Unschärfe und sowas. Ey, Benz, was machst du hier? Sieh Ruhe, ich hab alles verloren. Junge, komm mit, wir trinken Schweinebier. Was? Wir trinken Schweinebier, komm mit. Schweinebier? Komm mit. Komm. Schweinebier! Schweinebier! Keine Ahnung, was Schweinebier sein soll, aber... Ja, interessant, Digga. Nie gehört. Habe ich noch nie gehört, das Ding. Und war auch erstmal überrascht, aber ich finde Benson vielseitiger, als ich dachte. Ich dachte, der wäre so straight auf seinem Street-Rap-Film. Aber da sieht man, Bro, da steckt noch mehr dahinter. Kennst du den Jasper, das ist von Benson? Richtig krass, der Jasper-Song Löwenzahn, auch krass. Weiß ich nicht, also wenn das nicht innerhalb der Turniere irgendwie stattfand, wahrscheinlich nicht. War Benson nicht sogar der Drachenlord, hat gegen seinen Zaun geboxt und was gegen sein Fenster geworfen? Gab es deswegen nicht, okay, habe ich noch nie was von gehört. Keine Ahnung, kann sein, falls ja, keine Ahnung, feiere ich null. Aber ja, nee, hab ich nicht mitbekommen, kenne ich nicht die Info oder noch nie von gehört.